Freiheit ist offensichtlich eine Illusion. Ja, stimmt, weil ihr hättet jetzt beispielsweise die Freiheit, mein Sammlungsupdate einfach abzu... Hallo? Ja, ich hab den Witz verstanden. Egal. The Prisoner mit Jim Caviezel und Ian McKellen hat eben genau das zum Thema. Die Freiheit ist eigentlich nur eine Illusion. Genauso wie die Tatsache, dass Leute sagen, dass sie sich vor den Augen von Ian McKellen nicht fürchten. Koch Media hat vor einiger Zeit die komplette Serie auf 3 Blu-ray-Discs veröffentlicht. Aber nicht nur das, man hat dem Release auch ein schickes Digipack spendiert. Das Einzige, was mir bei diesem Frontcover überhaupt nicht gefällt, ist die Tatsache, dass das riesige fette FSK-Logo nicht mit einem Sticker oder sonstigen Goodies hier angebracht wurde, sondern einfach direkt aufs Cover gedruckt. Das Artwork per se finde ich dieses Mal eigentlich gar nicht so schlecht gewählt. Jim Caviezel in einer Wüstenlandschaft mit einem offensichtlich überdimensionalen Storchenei im Hintergrund. Spannend, Straußenei wollte ich eigentlich sagen, und Ian McKellen, der über dem Ganzen thront, wie ein bisschen Rami Malek in Mr. Robot aus der Matrix blickend, ist das Ganze irgendwie recht nett gemacht. Schauen wir auf das Backcover, da finden wir die Information zu dem Release, Inhaltsangabe, technische Details und so weiter und so fort. Schön finde ich auch die Tagline, ich bin keine Nummer, ich bin ein freier Mann und deswegen schaut mein Gesicht auch aus lauter Nummern auf dich herab. Aber wir finden auch noch das ganze Bonusmaterial mit einer eigentlich relativ bösen Szene hier. Bin ich echt gespannt auf die Serie, muss man sagen. Schauen wir mal hinein in das Digipack. Da finde ich es zum Beispiel schon einmal relativ cool, dass man auf dem Digipack nicht dasselbe Motiv verwendet, das man hier eigentlich als Frontcover-Motiv verwendet. Das finde ich dann immer relativ billig, weil ich eben bei Digis genau die abwechslungsreichen Designmöglichkeiten begrüße. Und diese erste Fläche hier auf dem Digi ist ja wirklich absolut genial. Dieses Bild gefällt mir wahnsinnig gut. Drinnen dann ein bisschen einfacher gestaltet, wo wir eben quasi dann nur mehr die Informationen über die insgesamt 6 Folgen finden. Da haben wir quasi da die 2 Bilder. Eindeutig eines, was als wirklich, wirklich sau cooles Design durchgeht. Das andere ist eher so, eher Durchschnitt. Da dann mehr oder weniger nur der Infodump mit den 6 Episodentiteln. Aber was mir ebenfalls positiv auffällt, ist, dass man nicht dreimal auf den 3 Discs dasselbe Design verwendet hat, sondern jede Disc ein eigenes Artwork spendiert bekommen hat und dass unterhalb der 3 Discs dann ein durchgehendes Innenartwork ist. Und auch da finde ich es dann eigentlich relativ cool, dass man von diesem Innenartwork dann wieder an das Frontcover-Artwork zurückerinnert wird. Auch da steht Jim Caviezel vor dem überdimensionalen Straußenei. Man weiß allerdings trotzdem noch immer nicht genau, was das eigentlich soll. Gut, das wissen die meisten Leute nach meinen Unpackings auch nicht immer, aber egal. Vor allem finde ich auch relativ cool, dass obwohl man hier ein ähnliches Motiv verwendet hat, man trotzdem nicht ein zweites Mal dasselbe Bild verwendet hat. Da hat man sich in der Designabteilung von Koch Media eigentlich wirklich Mühe gegeben, ein cooles Digipack zu gestalten. Wer mich kennt, weiß, Digipacks sind für mich sowieso immer noch der absolute König der Verpackung und mit Ausnahme von einem großen FSK-Logo vorne drauf, finde ich dieses Ding wirklich, wirklich schick.